Tja, und da sind wir schon bei der letzten Folge unserer insgesamt sechsteiligen Videofolge zur Montage der Vergaser 649A der Honda CB500V. In der letzten Folge haben wir uns ja mit Einstellungen beschäftigt. Da haben wir unter anderem hier über die die Standgas-Einstellschraube gesprochen. Wir haben uns mit der Vollgasanschlagschraube beschäftigt und die korrekt eingestellt. Wir haben uns hier mit dem Überweganschlag beschäftigt und den korrekt eingestellt. Wir haben mit diesen Synchronisierbolzen hier die Schieber eingestellt, dass die komplett auf sind und alle gleich schließen, also im kompletten Gleichtakt laufen alle vier. Wir haben Choke-Einstellungen vorgenommen, dass die Klappen alle zusammen zu sind und auch alle möglichst in der Aufstellung wenig im Luftwiderstand verursachen. Ja, das sind die Einstellungen, die wir vorgenommen haben, und dieses Mal wollen wir uns dann mit den restlichen Einstellungen beschäftigen und dem restlichen Zusammenbau. Und das ist alles, was sich mit den Schwimmerkammern beschäftigt. Da haben wir ja Leerlaufdüse schon drin, wir haben das Schwimmernadelventil schon drin, wir haben hier den Düsenstock drin, wo die Nadel über den Schieber mehr oder weniger Volumen freigibt, mehr oder weniger Querschnitt freigibt. Und wollen jetzt mal zunächst eine Schwimmerkammer eben zusammenbauen, und dann die anderen drei. Dann machen wir die Vergaser ganz dicht und dann beschäftigen wir uns mit diversen Einstellungen und schauen mal, was sich so in der Schwimmerkammer abspielt, was man sonst gar nicht so richtig sieht, wenn der Vergaser am Motorrad angebaut ist. Da haben wir zunächst hier noch die Hauptdüse. Das ist im Normalfall für die deutschen Modelle eine 78er Düse, wenn man mit dem geschlossenen Luftfilterkasten mit Lufthutze fährt. Die hat eine Dichtung, die sollte man immer schön neu haben, die Düse eigentlich auch. Auf jeden Fall muss sie total sauber sein. Die kommt hier oben rein und kann man dann mit dem Daumen einfach so reingnocken. Dann sitzt die richtig drin. Die sitzt direkt auf dem Düsenstock und wird durch die Dichtung abgedichtet. Dann haben wir unsere Schwimmernadel hier mit dem kleinen Stoßdämpfer. Kommt mit dem Stoßdämpfer nach oben rein. Dann haben wir unseren Schwimmer, den ich jetzt schon auf das korrekte Maß von 22 mm eingestellt habe. Die Achse, die muss schön sauber und glatt sein, leichtgängig hier durchgehen. Dann kommt der Schwimmer hier so rein mit der Lasche nach unten. Achse durch. Dann war es das eigentlich schon. Und dann haben wir hier noch den Halter für die Hauptdüse. Der hat hier ein Langloch. Auf der einen Seite ist die Bohrung ein bisschen größer. Und dann hat er hier diese Gabel. Die Hauptdüse hat eine Nut rundumlaufend. Wird dann so schräg hier raufgehalten, über das größere Loch rübergeschoben, so, und die Klammer hält dann auf diesem Steg. Da drückt dann die Schwimmerkammer gegen und hält die Hauptdüse in Position. Dann haben wir hier die Schwimmerkammer-Dichtung drin, ein bisschen an den Ecken mit Sekundenkleber eingeklebt, kommt dann einfach hier rüber. Und wird mit den 4x12 Kreuzschlitzschrauben JIS befestigt. Ziehen wir erstmal über Kreuz an. Die Schwimmerkammer hat auch noch hier die Schraube zum Ablassen des Schwimmerkammerniveaus, des Volumens in der Schwimmerkammer, die Ablaufschraube. Da müssen wir, wenn wir die Schwimmerkammern anbauen, darauf achten, dass wir immer die Schrauben nach außen haben. Wenn man nicht aufpasst, sind die nach innen und dann kommen wir später da nicht mehr ran. Ja, schrauben wir das hier fest. Natürlich wie immer nicht zu fest. Das alte Aluminium ist da etwas empfindlich. Zusätzliche Dichtmasse braucht man eigentlich bei der Schwimmerkammer nicht. Da kommen wir nachher auch noch zu. So. Damit ist die Schwimmerkammer vom Vergaser 1 schon fertig. Jetzt mache ich die anderen drei noch, baue ich die eben hier an. So, damit haben wir alle vier Schwimmerkammern fertig. Ablassschrauben auch alle drin. Dann drehen wir den ganzen Apparat einmal um. Und haben jetzt hier noch die Schwimmerkammerdeckel mit der Dichtung. Die Schwimmerkammerdeckel. Die Vergaserdeckel. Ich
So, und dann sind wir eigentlich mit der Montage fertig. Dann werden wir uns jetzt gleich noch ein bisschen mit Einstellwerten und solchen Sachen beschäftigen. Ein paar kleine Versuche machen. Dass sie auch nicht zu fest anziehen, nicht? Das ist ja nicht ganz so wichtig. Machen wir jetzt auch die anderen drei noch rauf. Ja, nachdem wir die Deckel drauf haben, alle vier, müssen wir unsere Rückholfeder hier reinfummeln. Ist ein bisschen tricky, aber geht auch ganz gut. Am besten mit einer Zange dann. Oh, dass es unten nicht rausrutscht. So. Auf Spannung halten. Dann dort einhaken. Mit dem Schutzgummi hier. Ja, und dann ist die Vergaserbatterie fertig. Schnappt gut zurück durch die Feder. Alles super. Voreingestellt, vorsynchronisiert, Einbau fertig. Tja, dann bleibt uns jetzt nur noch die Fixierung des Stiftes, der die Welle, die Desmodromikwelle in axialer Richtung hält. Den müssen wir noch einkleben hier. Das machen wir mit ein bisschen Sekundenkleber. Und hier oben so ein bisschen, ganz bisschen ran, wenn da noch was rauskommt. Ja. So, und dann schieben wir den da rein. Und aus Sicherheitsgründen, damit das nicht runterläuft und die Welle dann festklebt, legen wir das Ganze ein bisschen senkrecht hin und stützen das gleich ab. So, dann wollen wir mal sehen, ob der Stift hier fest ist. Jo, den haben wir festgemacht. Das mache ich mit Sekundenkleber, man kann es natürlich auch mit Loctite oder irgendwas anderem machen. Hauptsache, der fällt nicht raus, sonst haben wir ein Problem. Bevor wir uns jetzt den Einstellungen der Schwimmerkammer widmen, wollen wir uns noch mal eben eine Einstellung an der kompletten Vergaserbatterie anschauen. Und zwar ist das die Einstellung, die wir brauchen, wenn wir nachher, wenn die Vergaserbatterie am Motorrad montiert ist, nachsynchronisieren müssen. Und da gibt es im Werkstatthandbuch eine sehr gute Beschreibung für. Allerdings, bei der Skizze, die dort aufgeführt ist, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Abstand von 49 mm plus minus 1,5 mm zwischen Stütze und Gashebel, der muss so gemessen, wie ich das hier skizziert habe. Im WHB ist das falsch skizziert. Da kriegt man das Maß niemals hin. Also wir müssen zwischen der unteren Stütze und dem Gashebel messen, so wie das hier eingezeichnet ist. Und da habe ich mir hier schon mal so ein Maß gemacht. Das sind 49 mm. Das halte ich dann hier rein, bis das Schwarze da unten rauskommt. Und dann sieht man hier, dass der Gashebel ein bisschen weiter gedreht werden muss. Drehen wir mit dem Leerlauf. So weit hoch, bis wir diese 49 mm erreicht haben. Ja, das ist ungefähr so. Müsste das passen. Es kommt nicht ganz genau drauf an. Die 49 mm, wenn man die einstellt, ist es natürlich optimal, weil man dann mit den Schiebern relativ weit schon von der Leerlaufstellung weg ist. Und wie wir in den vorherigen Folgen gesehen haben, wenn die Schieber unten aufschlagen, dann beeinflussen sie ja die drei anderen Schieber mit. Und das wollen wir nicht. Deswegen muss man diese 49 mm einstellen. Damit sind die Schieber weit genug von unten weg, dass man synchronisieren kann. Und sie sind auch noch nicht zu weit auf, dass der von Honda angegebene Wert 16 bis 24 cm Quecksilbersäule auch eingehalten werden kann. Ja, das ist der Wert, den hatten wir noch vergessen, den haben wir jetzt erstmal eben nachgeliefert und jetzt geht es an die Schwimmerkammer. Und da haben wir hier das Innenleben der Schwimmerkammer nochmal auf der Werkbank liegen. Die Achse, nichts Besonderes eigentlich zu sagen, muss schön sauber sein, muss leichtgängig hier durchgehen, darf nicht irgendwie haken. Unsere Schwimmernadel mit dem Stoßdämpfer hier.
der leichtgängig sein muss, ist eine Feder drin. Der Schwimmer bei der 500er aus Kunststoff. Die alten Schwimmer früher, die waren hier aus Messing gelötet, die konnten Löcher bekommen und dann sind sie abgesoffen und dann haute die Regelung nicht mehr richtig hin. Die Schwimmer, die wir hier haben, das sind Kunststoffschwimmer. Das sind Vollkörperschwimmer. Da kann nichts mehr mit passieren. Da gibt es nichts mehr mit absaufen. Der Schwimmer ist ein Zweikammerschwimmer, muss er auch sein, wenn er nur eine Kammer hätte, so zum Beispiel, dann wäre er empfindlich auf Neigung des Motorrades im Stillstand, würde dann die Regelung nicht mehr richtig funktionieren. So ist er unabhängig von Neigung. Er macht den Schwimmerstand immer korrekt. Der Schwimmer hat zwei Laschen. Zunächst hier die eine Lasche, das ist die Durchhanglasche. Wenn er so drinnen hängt, kann er nicht weiter durchhängen, als bis diese Lasche hier an den Pfosten hier schlägt. Damit begrenzt es den Durchhang. Die muss nicht irgendwie besonders eingestellt sein. Der Durchhang spielt dann eigentlich keine Rolle. Hauptsache er ist im Rahmen. Und dann haben wir hier die Lasche, die ist wichtig. Das ist unsere Lasche, mit der wir den Schwimmerstand einstellen. Wenn wir die von uns aus gesehen jetzt weiter runter machen, dann wird der Schwimmerstand geringer und das Niveau in der Schwimmerkammer steigt. Und wenn wir die Lasche so ein bisschen weiter zu uns ranholen, um das Niveau, um den Schwimmerstand zu verändern, dann wird er größer und das Niveau in der Schwimmerkammer sinkt ab. Der ist jetzt hier genau mit der Schwimmernadel zusammen hier und dem Schwimmernadelventil auf 22 mm eingestellt. Das habe ich vorher schon gemacht. Und das gucken wir uns eben nochmal an, wie ich das immer so mache. Dazu gehen wir zum Schraubstock und brauchen eigentlich nur hier so einen kleinen Schraubenzieher. Und wenn wir die Lasche auf einen niedrigeren Schwimmerstand einstellen wollen, dann legen wir uns den Schwimmer hier komplett mit dem Steg auf den Schraubstock oder auf irgendeine harte Unterlage. Da liegt er richtig schön fest drauf. Und dann kann ich mit dem Schraubenzieher hier ganz vorsichtig die Lasche so ein bisschen runterdrücken. Nur ganz bisschen. Denn kleine Bewegungen hier an der Lasche machen größere Bewegungen hier nachher am Schwimmer. Da muss man ganz vorsichtig mit einstellen. Ein Zehntel Millimeter, so ungefähr, macht hier einen Millimeter aus. Also da drücke ich drauf, wenn ich den Schwimmerstand minimieren will. Und wenn ich ihn maximieren will, dann lege ich den auch hier drauf und gehe mit dem Schraubenzieher hier zwischen und drücke die Lasche so ein bisschen hoch. Dann wird der Schwimmerstand maximiert und das Niveau in der Schwimmerkammer sinkt ab. Man kann das sicherlich auch anders machen, aber das ist eine ganz gute Methode. Dann haben wir die Schwimmerkammer selbst nochmal hier. Ist eigentlich auch nichts Besonderes zu sagen. Hier kommt eine Dichtung rein. Haben wir ja auch gesehen. Diese beiden Stege halten die Achse in Position, dass sie nicht links oder rechts rausfahren kann, wenn sie hier zwischensteckt. Hier unten ist ein kleiner Siphon oder Hotwell drin. Da sammelt sich der Sud vom Benzin oder man kann damit dann hier über das Gewinde hier und die Ablassschraube die Schwimmerkammer leer lassen. Das ist das Überlaufröhrchen. Das ragt, wenn man hier jetzt so guckt, so ein bisschen über die Schwimmerkammer rüber. Wenn die überläuft, läuft das hier oben rein, ist durchgebohrt und kommt hier unten raus, läuft auf die Straße, wenn man den Schlauch denn dran hat. Diese Röhrchen, die reißen schon mal, die sind hier eingepresst oder eingeklebt. Muss man dann probieren, Schwimmerkammer voll machen und gucken, ob unten was rausläuft. Denn muss man das löten oder irgendwie anders reparieren. Also die haben öfter mal Risse. Dann wundert man sich, alles korrekt eingestellt und der Sprit leckt raus. So, also Schwimmernadel rein. Schwimmer wieder ran. Die Lasche, die habe ich schon auf 22 mm an diesem Vergaser hier mit der Nadel eingestellt. Wenn man jetzt andere Nadeln hat, muss man das auch kontrollieren, denn da ändert sich der Schwimmerstand etwas. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, insbesondere wenn man von Original auf Keister geht. Die haben ein leicht anderes Maß. So, wenn man jetzt den Schwimmerstand messen will, darf man das nicht in diesem Zustand machen. Da drückt er den Stoßdämpfer schon voll runter. Der Schwimmerstand muss gemessen werden, wenn die Lasche den kleinen Stoßdämpfer so gerade berührt. Dazu legt man sich den Vergaser am besten so hin und lässt ihn hier so ein bisschen gegentrumpfen. Dann macht er sich automatisch in die richtige Stellung. Und dann haben wir hier unser Messwerkzeug, kann man bei eBay kaufen, 22 mm eingestellt, gehen hier rüber und kommen gerade so an dem Schwimmer vorbei. Das heißt, die Einstellung stimmt, auf dieser Seite auch, so gerade dran vorbei. Gemessen wird, sieht man jetzt ja auch hier von Kante Vergaser bis
höchste Stelle Schwimmer. Falls die beiden so ein bisschen unterschiedlich sind, kann ja auch mal vorkommen, dass der Schwimmer ein bisschen schief ist. Dann kann man entweder einen Mittelwert einstellen oder man biegt das hier so ein bisschen hin. Kann man leicht verbiegen, dass die beide gleich sind dann. Ja, dann haben wir die 22 mm eingestellt. Mit den 22 mm wird auch das Schwimmernadelventil richtig geschlossen. Achse geht leicht. Dann machen wir jetzt mal einen Versuch, um zu gucken, wie hoch das Niveau im Vergaser bei 22 mm Schwimmerstand wird. Für unseren Niveauversuch habe ich mir den Vergaser jetzt ein bisschen modifiziert. Der ist ja, wie gesagt, hier, wenn wir gucken, haben wir ja schon auf 22 mm eingestellt. Handy verzerrt sicherlich ein bisschen, aber es geht da so ganz knapp dran vorbei. Und dann haben wir uns hier den normalen Stutzen reingesetzt mit einer Dichtung, wo der Benzinschlauch normalerweise drauf ist. Die Seite dicht geklebt, kleinen Schlauch dran, Trichter. Das ist natürlich jetzt nicht ganz der Druck, der vom Tank kommt, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle. Und parallel dazu haben wir uns von Muttern hier ein normales Trinkglas geklaut. Und da stellen wir jetzt unseren Vergaser rein. Wir sehen hier nochmal, dass der total leichtgängig ist. Also der Schwimmer lässt sich ganz leicht bewegen. Setzen wir den hier rauf, ziehen den so ein bisschen nach hinten, damit der Schwimmer auch Platz hat aufzuschwimmen. Und dann machen wir mal unseren Versuch mit Benzin. Mit Wasser sollte man das nicht machen, wenn man das mit Wasser macht. Wasser hat eine andere Oberflächenspannung als Benzin und eine andere Viskosität, da kriegt man verfälschte Werte. Bis zu 4-5 mm teilweise. Also man sollte das mit Benzin machen. Und fangen wir mal an. Dann werde ich mal anfangen, jetzt hier oben kontinuierlich langsam Benzin rein zu kippen, so als wenn das vom Tank kommt. Dann steigt das Niveau natürlich an und irgendwann wird der Schwimmer aufschwimmen. Und man sieht dann auch, dass der nicht kontinuierlich aufschwimmt, sondern so ein bisschen ruckartig. Das heißt, obwohl der so leichtgängig ist, durch den geringen Auftrieb, macht die Reibung da doch schon was aus, dass der so Stück für Stück aufschwimmt. Und wenn ich hier oben nichts mehr nachkippen kann, dann ist das Schwimmernadelventil dicht. Und dann messen wir das Niveau. So, mal gucken. Noch läuft ein kleiner Tick nach. Jetzt ist hier oben eigentlich Schluss. Es läuft nichts mehr nach. Das heißt, das Schwimmernadelventil müsste komplett zugemacht haben. Und da messen wir jetzt mal das Niveau. Und wenn wir hier jetzt nochmal schauen, dann können wir sehen, dass die Lasche vom Schwimmer immer noch auf dem Stoßdämpfer hängt. Das heißt, der Stoßdämpfer ist gar nicht drin. Das heißt, der kann auch richtig schön arbeiten jetzt, wenn es da Vibrationen oder Huckel gibt beim Fahren oder sowas. Die Lasche hängt nicht auf der Schwimmernadel, sondern auf dem Stoßdämpfer. Und hier oben sehen wir, dass nichts mehr nachläuft. Schwimmernadelventil hat definitiv dicht. Das heißt, das braucht da gar nicht so reingequetscht zu werden. Das reicht schon aus, wenn der Schwimmer über seine Lasche den Stoß, die Schwimmernadel so weit reingedrückt hat, dass der Stoßdämpfer noch draußen ist. Deswegen soll man das auch so einstellen, dass die Lasche gerade den Stoßdämpfer berührt. Und wenn wir das Niveau dann messen, ich mache das hier mal mit dem Messschieber so, das kommt ja hier um ein Zehntel an. Dann haben wir hier, da berührt er so gerade jetzt, wenn ich das gerade halte, hier berührt er ein bisschen vom Rand weg auch die Oberfläche. Und da haben wir ein Niveau von ungefähr 3,7 mm. Das wird sicherlich von Vergaser und Schwimmer und Schwimmernadelventil und Schwimmernadel zu Schwimmernadel ein bisschen variieren. Aber das Niveau spielt sich dann bei 22 mm Schwimmerstand so zwischen 3 und 4 mm ab. Das heißt, wir sind da recht nah an der Oberkante der Schwimmerkammer. Um nochmal zu verdeutlichen, dass man den Versuch nur mit Benzin machen sollte, wenn man aussagekräftige Werte haben will und nicht mit Wasser, machen wir das jetzt ruhig nochmal mit Wasser. Bei Wasser ist der Vorteil, dass wir das im Glas besser sehen können, wie die Nadel betätigt wird und wie das Wasser, also die Flüssigkeit durch die vier Nuten der Schwimmernadel
in die Kammer läuft. Ich kippe jetzt mal oben wieder rein. Müsste der Schwimmer aufschwimmen. Und der schwimmt auch anders auf als bei Benzin durch die erhöhte Oberflächenspannung und die andere Viskosität von Wasser. Macht er bei Wasser eine kontinuierlichere Bewegung und ruckt nicht so. Die Kraft, die auf den Schwimmer wirkt, ist bei Wasser stärker. Ich kippe jetzt hier oben rein, so lange, bis es nicht mehr nachläuft. Dann hat das Schwimmernadelventil dicht und das müssten wir ja schön sehen können. Noch läuft es hier nach. Immer noch ein bisschen. Jetzt scheint es hier oben Schluss zu sein. Ja, jetzt läuft nichts mehr nach. Und da sehen wir auch, dass das Niveau nicht 3 bis 4 mm von der Oberkante weg ist, sondern das sind ja bei 8, 9 mm. Und das ist eben der Unterschied zu Wasser. Also man muss die Versuche für vernünftige Werte mit Benzin machen. Man sieht auch hier bei Wasser schön, dass die Lasche den Stoßdämpfer noch gar nicht richtig reingedrückt hat und dass der bei Huckeln und so, was wir ja schon gesagt haben, auch gut arbeiten kann. Ja, nachdem wir den Schwimmerstand, also das Niveau in der Schwimmerkammer jetzt mit 3 bis 4 mm bestimmt haben, ne, wollen wir auch wissen, was für ein Volumen in der Schwimmerkammer ist. Das heißt, wir könnten jetzt ja einfach die Schwimmerkammer nehmen und das Sprit reinkippen bis an eine Marke von 3,5 mm und dann das Volumen messen. Das wäre aber nicht richtig, weil da fehlt ja dann das Verdrängungsvolumen des Schwimmers und der Einbauten in der Schwimmerkammer. Das heißt, wir haben den Vergaser jetzt hier auf die Schwimmerkammer raufgestellt, unseren speziellen Messvergaser, und machen den Versuch nochmal, dass wir oben den Sprit reinkippen, solange bis nichts mehr nachläuft, dann ist das Schwimmernadelventil dicht. Und dann machen wir hier den Aufkleber ab, lassen den Sprit hier reinlaufen vom Trichter. Und wenn wir dann diesen Vergaseroberkörper von der Schwimmerkammer abnehmen, dann müssten wir das korrekte Volumen da drin haben, was in der Schwimmerkammer herrscht, wenn das Schwimmernadelventil dicht gemacht hat. Ja, das heißt, ich fange jetzt immer wieder langsam an, da reinzukippen. Da muss der Schwimmer in der Schwimmerkammer jetzt ja aufschwimmen, genau wie wir es beim Glas gesehen haben. Und irgendwann kann ich hier nichts mehr nachkippen. Ja, läuft noch ein bisschen. Jetzt hält er sich. Das heißt, jetzt ist das Schwimmernadelventil dicht und die Schwimmerkammer hat das Volumen an Benzin drin, die herrscht, wenn wir keine Benzinabnahme, also keinen Motor haben, der läuft. Das ist der Sollwert quasi. So, dann werde ich jetzt mal hier vorsichtig diesen Dings abmachen. Ich pinkel das da raus. Ein bisschen übergepinkelt, aber macht ja nichts. Und dann kippen wir das Ganze hier noch so ein bisschen vorsichtig, damit bloß nichts nachläuft, und nehmen das weg. Dann haben wir unseren Vergaser hier. Haben jetzt die Schwimmerkammer, das Niveau, falls man das jetzt sehen kann. Ich gucke da nochmal genau hin. Ist natürlich jetzt nicht 3 bis 4 mm, weil ja das Volumen des Schwimmers und der Einbauten daraus ist. Dann ist das jetzt ein bisschen tiefer. So, dann wollen wir das Volumen jetzt in den Messbecher kippen. Und da haben wir das Volumen aus der Schwimmerkammer in den Messbecher gekippt. Das Handy verzerrt jetzt auch so ein bisschen. Also das sind so 52, 53 Milliliter sowas. Das ist das Niveau bei geschlossenem Schwimmernadelventil, also bei Sollwert 22 mm Schwimmerstand. Dann hat er gerade über den Stoßdämpfer das Schwimmernadelventil reingedrückt und 3, noch was Millimeter, was wir da gemessen hatten. 52, 53 Milliliter, so. Das passt so ungefähr. Es ist natürlich jetzt bei jedem so ein bisschen anders, wie gesagt, abhängig von Schwimmernadel, Schwimmer und Vergaser und sowas. Aber als Richtwerte kann man diese ganzen Werte schon nutzen. Und dann haben wir hier nochmal den Versuch, um unser Überlaufröhrchen zu checken. Haben wir die Schwimmerkammer relativ voll gekippt.
und gucken mal, ob unten was rausläuft. Aber da kommt nichts. Das heißt, wir haben keinen Riss im Überlaufröhrchen. Das sollte man immer testen. Wie gesagt, sonst wundert man sich im eingebauten Zustand. Mit dem Abschluss unserer Versuche in Sachen Schwimmerkammer sind wir eigentlich dann mit unserer Vergaser-Dokumentation fertig. Wir haben uns jetzt ein paar Richtwerte gemacht. Schwimmerstand 22 mm einstellen. Das steht ja auch im Werkstatthandbuch. Wir wissen, dass wir den Unterdruck beim Synchronisieren auf 16 bis 24 cm Quecksilbersäule einstellen müssen, möglichst gleich. Das steht auch im Werkstatthandbuch. Wir wissen, dass wir dafür diese 49 plus minus 1,5 mm Einstellung vornehmen können. Wir wissen, dass wir bei 22 mm Schwimmerstand ungefähr ein Niveau von 3 bis 4 mm unterhalb Schwimmerkammerkante haben. Und wir wissen, dass das einem Volumen von 52, 53 Millilitern entspricht. Wobei das natürlich nur Richtwerte sind und das wird von Vergaser zu Vergaser etwas abweichen. Aber es ist halt als Richtwert ganz gut zu gebrauchen. Genauso wie unsere 2,5 Umdrehungen Einstellung vom Planzustand bei den Synchronisierbolzen. Das wird bei dem einen oder anderen sicherlich auch ein bisschen anders sein, weil halt die Vergaser alle verschiedene Toleranzen und Alterserscheinungen haben. Aber als Richtwert ist auch das eigentlich eine gute Sache. Ja, was ich noch vergessen habe, ist natürlich auch wichtig, dass die Schwimmer sauber sind. Da, wenn man jetzt alte Vergaser wieder aufbereitet oder auch seine eigenen Schwimmer im laufenden Motorrad, da ist Sud vom Benzin dran oft. Und das gibt dem Schwimmer natürlich auch zusätzliches Gewicht. Die kann man sehr gut mit einer kleinen Messingdrahtbürste sauber machen. Schön abbürsten, vielleicht auch mit ein bisschen Zahnpasta. Dann kriegt man die wieder blitzeblank, ohne da groß Material abzutragen. Sehen die aus wie neu. Das geht besser, als wenn man die irgendwie im Ultraschallbad versenkt. Wenn wir das Niveau in den Schwimmerkammern am Motorrad, also im eingebauten Zustand der Vergaser, kontrollieren wollen, dann müssen wir darauf achten, dass ja auch Benzin verdunstet. Wenn das Motorrad warm ist zum Beispiel und wir den Sprithahn dicht haben, dann verdunstet Benzin. Dann ist das Niveau natürlich nicht mehr so, wie es auf dem Sollwert Schwimmerstand 22 mm ist. Da müssen wir vorher mit dem Sprithahn was nachlaufen lassen. Und dann muss uns klar sein, wenn wir dann das Niveau von einer Schwimmerkammer ablassen, läuft natürlich der Sprit, der in den Benzinschläuchen ist, noch nach und verfälscht unser Volumen. Das heißt, wir können von jeder Vergasergruppe 1, 2 und 3, 4 dann immer nur den zweiten Vergaser werten und müssten den Versuch andersrum dann nochmal machen. Das ist also recht aufwendig, wenn man damit das Volumen kontrollieren will. Ja, das war's eigentlich. Und mein nächstes Projekt zeige ich euch nochmal eben. Diese 250er Honda auch sein. Die habe ich mir mal gegönnt. Ein ganz feines Gerät. Hatte ein Kumpel von mir damals und der war der Held. Und dieses Gefühl beschleicht einen für so ein paar Sekunden immer noch, wenn man sich das Motorrad anguckt, finde ich. Geht euch bestimmt auch so. Naja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnten die Folgen über die Vergaser der CB500 vor ein bisschen helfen. Und wichtig ist, bleibt gesund in diesen Zeiten und bis demnächst.